Ich bin noch ganz neu im Business, ich habe noch nie so einen Soundcheck gemacht und ich so gedacht, ja nein, da, ich kann doch das nicht. Und als ich dann die anderen Bands gehört habe, habe ich gedacht, ja, die sind mega gut. Es wird sicher ein cooler Abend, aber sicher schwierig, um irgendwie da etwas zu gewinnen. Es gibt Beratung, es gibt Coaching und das alles im Gesamtwert von fucking 9000 Franken. Rihanna, du bist 19, kommst aus dem Appenzell und hast vor gut einem Monat im Finale von Bandix Ost den allerersten Soundcheck vom Leben gehabt. Es wird also jetzt definitiv ernst. Sehr schmal auf so einer grossen Bühne und dann gab von Anfang an im Finale ausverkauft in der Grabenhalle, all begeistert. Hättest du das vielleicht, sagen wir, letztes Jahr noch träumen lassen? Nein, niemals. Niemals. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich ins Finale komme. Also ich denke nach der Quali, ja, ist es cool gewesen, aber das ist wahrscheinlich alles. Also ich wirklich hätte mir nie geträumt, dass ich so etwas, dass nicht so nichts passiert. Ja, ist immer wirklich jedes Jahr mega spannend, was sich da für Konstellationen um den Tisch zusammenstellen, was für Fragen das zusammenkommt. Ich übergebe den Lied an Jungs. Weil ein grösseres Label oder der, wo ich herkomme, mit Warner, würde halt dann sagen, Rihanna hat, und das ist nicht um das Abwerten, kein Sorge zum Abwerten, aber wenn sie zum Beispiel in der Sony reinläuft, in grösseren Laden, hat sie halt weniger Argumente, wo sie Stand heute, Status quo liefern kann, wenn sie halt auch noch nicht released hat. Sie hat wieso noch keinen eigenen organischen Boden. Ich bin eingeladen worden zu verschiedenen Labels. Die haben einfach mit mir ein Gespräch gesucht. Und ich habe einfach gesehen, dass ich, bevor ich irgendwas, einen Vertrag eingehe, irgendetwas Ernstes mache, dass ich einfach zuerst mal Musik machen will, wissen, ob es mir gefällt, wie ich mich fühle. Und vor allem auch, weil du zuerst mal eigene Musik aufnehmen. Ich kann nicht verstehen, was du tust. Du und ich, ich und du. Es war mal wir, es war mal uns. Das ist Rihanna. Ich bin gespannt, wie lange es geht, bis sie euch im Sack hat. Mich hat sie sehr schnell gehabt. Go, 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 go. Please just go, just go, just go. And don't let me know, no, 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 no. Und jetzt einfach die Frage, wie lange müssen wir warten, bis deine erste EP rauskommt? Wir haben vor, im Frühling da mal anzugehen. Und ja, ich hoffe, dass sicher im nächsten Jahr noch irgendwann meine Songs mal rauskommen. Der Bass, das ist ein kleines Geräusch. Learning our sales. Können wir es mal ohne Klick spielen und einfach so aufnehmen? Hat dich auch vorgeschlagen. Weil es, ich find's, es stresst mich hure. Es ist einfach, ich finde es ein bisschen statisch. Ja. Du bist jetzt gerade im Studio gewesen. Wie gespannt ist man da, was denn schlussendlich rausschaut? Ja, sehr gespannt, weil ich halt auch das Gefühl habe, dass es jetzt mal was ganz anderes wird, wenn ich es eigentlich zuerst im Kopf hatte. Und ja, ich bin gespannt. Aber ich glaube, es wäre cool. Das finde ich zum Beispiel cool. Das ist cool, das kannst du nicht. Das ist cool. Ja. Ja. Also das grösste Konzert, kann man sagen, oder? Von beiden. Vielleicht könnt ihr mir beide sagen, wie es euch geht. Was so das Feeling ist, kurz vor dem Konzert. Also gestern waren wir beide ein bisschen überfordert gewesen, weil man denkt, Scheiße, die Bühne ist mega gross, wir sind zu zweit auf einer so riesen Bühne. Ich war recht nervös, aber ich muss sagen, jetzt ist es voll nicht schlimm. Jetzt geht's los mit dem Konzert. Rihanna ist
genau das, was wir jetzt brauchen zum Aufstehen. Ihre Musik ist ganz leicht und fein. Sie wechselt so wunderschön zwischen Piano und Gitarre. Und unterstützt vom Schlagzeug ist das ein perfekter Start im Tag. Bei William Numezia, Rihanna! Wir beide mussten halt mega viel lernen. Wir sind so ein bisschen kaltes Wasser geworfen worden. Wir konnten mega viele Auftritte machen. Wir hatten Gespräche mit verschiedensten Leuten, die in der Musikbranche tätig sind. Ich musste lernen, mein Booking machen, mein Manager. Und verändert hat sich einfach nicht all das, man ein bisschen selbstbewusster war auf der Bühne. Es klappt von Auftritt zu Auftritt besser. Und es macht auch immer ein bisschen mehr Spass. Just the toy. You are a spell.